Hat er Zweck? Hat keinen Zweck, ne. Ja, das Wichtigste ist Luftdruck. Wir fahren gleich richtig lange auf Autobahn, sonst werden die Reifen heiß und werden heiß und platzen irgendwann. Wir hatten jetzt eine Seite 4 Bar, eine Seite 2, wir machen alles auf 4 Bar, schön viel Druck. Einmal sagen, die Reifen platzen, so wie die aussehen, wäre das nicht mal ein Wunder. Wenn man Beton schüttet, hat man auch Dehnungsfugen, das ist hier ähnlich. So macht man das eigentlich mit dem Design, ich glaube, so ist das gesagt. Ja, aber sonst bringt ja nichts, dauert ja ewig, bis er voll ist. Ja, die Reifen sind nicht die neuesten, die hatten schon leichte Risse. Wir haben nach Luft geguckt, wir haben nach Wärme geguckt, trotzdem ist einer geplatzt, so ist das halt. Mit dem Unimog, ich bin einfach von der Autobahn runtergefahren, das ist am ungefährlichsten. Ich bin jetzt hier auf dem Grünstreifen, hier kann nichts passieren, trotzdem Warndreieck aufgestellt. Wir sind 100 Kilometer von zu Hause entfernt. Wir holen jetzt Ersatzrad und dann wechseln wir das und dann reparieren wir das halt, ne? Gut, los. So, jetzt wollen wir hier mal unseren Werkstattwagen beladen. Aber haargenau. Oh, das ist auch ein schönes Auto. Zu und dann müsste das eigentlich passen. Tut schon ein bisschen weh. Top. So, jetzt noch Werkzeug. Gunnar, wie beurteilst du das? Das ist scheiße. Okay. Du hast ja das Schutzblech verbogen. Ja, biegen wir wieder zu. Ja, wir haben die großen Hammer mit zum Pegeln. Gut, dann fahren wir in Unimog jetzt erstmal ein bisschen in die Gerade, in die Waagerechte. Und dann wechseln wir hier mal einen Reifen. Ja, ja, Plattfuß. Verkäufer sagt, die Reifen sind porös. Ich dachte, man kann damit noch fahren. Sind schöne Michelins, aber... War zu viel des Guten, die 300 Kilometer. Mit zwei Wagenhebern mit ordentlich Holz aufgebockt. Und ganz wichtig, ich bin extra von der Autobahn runtergefahren, weil nichts ist schlimmer, als mitten auf der Autobahn sowas zu machen. Hier mit zwei Wagenhebern und ordentlich und richtig viel Holz abgestürzt. Und nichts wäre schlimmer, wenn der uns hier im Sand runterfällt. Ist ein bisschen notdürftig, aber es ist das Sicherste, was wir machen können, dass wir nicht hier auf der Straße stehen. Scheiße, er hat noch so viel Sand drauf. Mist. Jetzt rufe ich Gunnar noch mal an, weil eben gerade als wir den Reifen aufgeladen haben, hat er sich hinten so viel Sand in die Anhängekupplung reingeschmissen. Wie man sieht, sucht er gerade sein Telefon. Hallo! Gunnar, du hast ganz viel Sand hinten auf der kleinen Anhängekupplung. Mach das mal bitte gleich noch mal ab, wenn du auf dem Parkplatz fährst. Ja, ich mach hier gleich auf den Standstreifen. Alles gut. Jo, gut. Bis gleich. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss. We are the Farmers.